Vorschau auf den 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, den ich natürlich auch diese Woche mache. Ah, jetzt habe ich doch den Timer vergessen, aber ich vergesse es nicht, daran zu denken, dass ich nicht überziehe. Nun hatte ich auf der anderen Seite, hatte ich jetzt gekürzt meine Videos. Auch den Rückblick und so weiter, wo ich eben denke, naja, die wesentlichen Informationen sind untergebracht. Und auf einmal kriege ich da zwei, drei Dislikes und fragte mich dann, ja, muss ich es jetzt doch wieder länger machen? Ich meine, wenn es natürlich jemandem nicht gefällt, wovon natürlich sehr stark auszugehen ist, dass es davon ausreichend viele Menschen gibt, dann würde ich natürlich anraten, das nicht zu schauen. Natürlich kann man jetzt auch noch dem deutlich machen, das, was du da machst, ist totaler Schrott. Oder man kann halt nach 5 Minuten oder sowas, weil eine Weile muss man ja gucken, glaube ich, aber man kann es vielleicht auch gleich disliken, das weiß ich nicht. Aber dass man natürlich sagen kann, jetzt habe ich 5 Minuten meiner Lebenszeit vergeudet mit diesem Schwachkopf da oder so. Und dann halt sich darüber beklagen und sagen, das war nichts. So, das ist natürlich Möglichkeiten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, natürlich für jeden, der hier etwas hinterlässt, aus Respekt natürlich, dass man eben sagt, naja, entweder schaue ich es mir an, dann wird es mir schon irgendwie gefallen haben oder so. Oder wenn es mir nicht gefällt, werde ich es mir halt auch nicht dauerhaft angucken. Und also nicht dauerhaft und nicht wiederholt und halt da einfach nicht mehr hingehen. Natürlich mache ich das auch so, ist ja ganz klar, YouTube ist eben fester Bestandteil geworden, denke ich mal, für praktisch jeden. Gut, das sollte nur darauf aufmerksam machen, also bei dem Dislike, natürlich sind diese Ratschläge sozusagen auch willkommen, wenn man eben dann sagt, na, irgendwas war da auch nicht richtig, scheint mir, dass man dann eben einfach drüber nachdenkt, hätte ich es doch anders machen müssen. Aber man könnte eben auch sagen, wenn man denn meinetwegen schon und irgendwo doch auf dem Kanal und vielleicht auch was erwartet oder so und das nicht erfüllt bekommt, dann könnte man halt das in einem Kommentar eben vielleicht erfragen oder sagen, Mensch, mach doch nächstes Mal wieder oder so und das hat mir besser gefallen. In diese Richtung. Ne? So, und jetzt haben wir schon 2 Minuten rum, aber jetzt gehe ich halt direkt in den Spieltag hinein und ich habe jetzt auch absolut keine Vorbilder oder ich kopiere nicht, ich gucke nicht nach, was andere dazu sagen. Ich mache das halt immer auf meine eigene Art und auf meiner eigenen Basis und auf meinen eigenen Berechnungen diese Spieltagvorschau. Oder beziehungsweise also natürlich auch meine Wetten oder so, das wäre für mich, also ich habe es nicht, also ich finde es absolut nicht erforderlich, nur zu gucken, was andere Leute dazu sagen. Wenn man möchte, kann man halt manchmal gucken, ja, dass man halt doch mal vielleicht rausliest, eine Taktik oder eine Formation oder irgendetwas, was dein Trainer vielleicht vorhat oder so. Aber das, denke ich, ist auch weit überbewertet, wie ich vielleicht in kurzer Zeit jetzt gleich nochmal genauer erkläre. Wenn ich jetzt dieses Ranking hier vorstelle, dann ist es eben, bleiben wir mal einheitlich, das ist natürlich einfach nur die Tabelle im Wesentlichen, aber hier ist halt, was die, was für Punktausbeuten ich erwartet habe, was eben dann auch die Spielstärken reflektiert. Natürlich sind das meine Einstellungen, aber die sind natürlich schon irgendwo am Markt orientiert, aber ich suche nach Widersprüchen, aber ich erschaffe sie halt nicht vorsätzlich. Klar, wenn mir irgendwas gefällt oder imponiert, habe ich natürlich alles Recht dazu, zu sagen, da sehe ich das ein bisschen anders als der Markt. Aber im Wesentlichen, also es entwickelt sich halt im Laufe der Saison etwas, wo auch die Leute etwas sehen, dann Mannschaften, Tabellen und so weiter. Und dass sie dann also auch ihrerseits sozusagen Anpassungen vornehmen, die aber teils dann eben übertrieben sind, halt auch an Tabellenbildern orientiert oder an einzelnen Leistungen, oder an, also medialen, also sagen wir mal Stimmen, die man dazu hört, könnte man es auch einfach nennen. Ne? So, Einschätzungen, also die auch von Trainern oder Spielern oder sowas kommen können. Und natürlich sind die auch im Wesentlichen halt an den Tabellen orientiert oder an den Ergebnissen halt. Und das ist natürlich die Sache, gegen die ich in gewisser Weise antrete hier. So, wenn wir also jetzt dieses Ranking haben, dann, und ich kann ja nur sagen, Stuttgart wäre sozusagen Nummer 1, Nummer 2, die sind hier gleich gut erwartet. Und hier hat sogar der HSV halt ein bisschen besser gespielt. Ich meine, dass der einmal gesagt hatte, Stuttgart ist die klar bessere Mannschaft, das war Quatsch. Das war irgendwie noch an diesem HSV der Vorsaison orientiert, wobei sie da auch nicht so schlecht waren.
Aber da waren sie halt nicht für mich jetzt auch Top-Kandidat und das hat sich ja dann auch nicht realisiert. Ich musste halt immer in der Hinrunde denken, ja, warum, wo bleibt denn nun meine Einschätzung? Es kommt ja irgendwie nicht hin. Aber dann hat sich es halt doch noch bestätigt, wobei sie ja dann auch einfach ein bisschen Pech hatten. Naja, so, und das habe ich jetzt, und die waren die Saison einfach absolut in Ordnung und da könnte man sogar sagen, jetzt war es vor besser. Aber das würde ich hier als Augenhöhe bezeichnen in jeder Hinsicht. Hier können halt auch sein, dass die etwas, die unterschiedlichen Gegner oder heimauswärts wird ja ein Missverhältnis sein, wobei das nicht garantiert zu eines Vorteil ist, was ich jetzt aber auch nicht nachgucke. Bielefeld hat eben tatsächlich auf diesem Level hier gespielt und also sogar noch etwas besser, aber ich habe sie halt gut eingestellt. Auch Heidenheim hat sozusagen die Tabellenposition erreicht, denn diese 10,91, die ich erwartet habe, sind entsprechend dem hier. Also 3,22 ist ja nun nicht toll, aber es ist eben in der Tabelle schon auf 4. Also ist ja nur ganz knapp Überschnitt. Aber sie haben halt nur für 9,12 gespielt. Da müsste man dann eben hervorheben, eigentlich die Fürth oder halt vor allen Dingen noch Kiel. Und dass also Kiel sogar die Mannschaft wäre, die am meisten zu unterstützen wäre. Aber da habe ich ja nun meine eigene Ansicht mit dieser Trainerentlassung, die halt aus meiner Sicht da vollkommen ein Blödsinn war. Und jetzt vielleicht sich dann trotzdem nicht bezahlt macht. Ne? Und wie gesagt, die Indikatoren, das ist halt dann immer ein bisschen Aufmerksamkeit, kann man halt haben für die, wo die oben stehen und trotzdem ein Plus haben und die unten stehen, die ein Minus haben, wie Darmstadt. Wobei Darmstadt jetzt eben zuletzt dann doch wieder gut war. Dass wir hier, so eine normale Mannschaft halt, die 6,66, die sie hätten haben sollen, sind aber trotzdem mit Abstand der schlechteste Wert. Ne? Hier könnte man noch Aue, aber die haben halt auf ihrem Niveau gespielt. Der Markt hat natürlich hier nicht groß anders. Diese Zahlen sind auch halbwegs sogar im Rahmen. Aber bitteschön, 3,05 sind gekommen bisher. Erwartet hatte ich 2,97. Es hätten 3,1 fallen sollen. Es waren sogar etwas mehr Chancen da, die nicht, also mehr als erwartet und sogar noch etwas mehr als gekommen sind. Aber natürlich alles in einem vernünftigen Rahmen. Wenn hier manchmal eine Differenz ist zwischen Punkten erwartet und Punkten, die sie hätten haben sollen, dann ist es lediglich die Anzahl der Unentschieden, die eben für eine leichte Missbalance sorgen. Also die erwarteten Unentschieden müssen halt nicht unbedingt eingetroffen sein. Beziehungsweise, wenn die Mannschaften mehr unternommen haben, hier ist es ja mehr die Erwartung, hier sind 170 Punkte sind gekommen. Das ist also sowieso weniger, das heißt also, es waren zu viele Unentschieden. Natürlich ist die Neigung zum Unentschieden-Spielen in meiner Datenbank und in meinen Berechnungsmethoden abgebildet. Also das müsste man jetzt hier häufiger vergleichen, dass es hier nicht etwa immer darunter liegt oder so. Ne? Also sprich, dass die Neigung zum Unentschieden sozusagen größer ist, als ich sie vermute oder so. Das ist aber alles mit eingerechnet hier. Also im anderen Mal wird es hier umgekehrt sein. Es gab hier zu viele Unentschieden. Die habe ich jetzt hier nicht exakt ausgerechnet. Dass wir hier nochmal den Toreschnitt haben, finde ich halt nicht schlecht, aber der ist jetzt vielleicht etwas zu klein. Aber jetzt lasse ich das mal so, dass das halt hier die gleichen Werte sind, aber hier in exakten Zahlen. Aber eben da hier geht es um das Heim-Auswärts-Verhältnis. Erwartet 1,65 für die Heim, 1,71, die sie hätten haben sollen, mehr Chancen, aber schlechter verwertet. Sogar weniger als erwartet. Und umgekehrt halt immer bei den Auswärtsmannschaften, dass sie also 1,33 erwartet, 1,39, das wäre auch in dem Verhältnis halt mehr, meinetwegen, wie bei Heim, nur sie nutzen sie auch und nutzen sogar mehr davon. Wie gesagt, langfristig wird sich das in der Conversion Rates in denen auswirken. Die waren halt ursprünglich mal auch die Conversion Rates in Vorteil der Heimmannschaften. Das ist aber anscheinend ein bisschen gekippt oder zumindest ist es halt jetzt nicht mehr eindeutig. Und es kann natürlich eines Tages sein und vielleicht ist eines sehr nicht fernen Tages, dass das tatsächlich ausbalanciert ist. Also sprich, Heim und Auswärts haben das gleiche Potenzial, aus einer Chance ein Tor zu machen. Sprich, also die Größe der Torchancen ist gleich. Im Moment ist es halt so, dass die Heimmannschaften häufiger in der Angriffsposition sind und halt auch mehr Chancen dementsprechend erzeugen. Aber da die Auswärtsmannschaften eben ihre Chancen im Konterspiel etwas seltener haben, aber offensichtlich halt dann doch von einer größeren Wertigkeit sind. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, eine Konterchance zu verwerten, ist höher als die, ein normales Druckspiel in ein Tor zu verwerten. Dass wir hier jetzt dieses Ranking nochmal haben, da ist jetzt halt HSV tatsächlich vorne, glatt vorne, weil Stuttgart war nicht so gut und HSV war halt gut. Das 4-0 hat natürlich sich ausgewirkt hier irgendwie, obwohl die Leistung jetzt tatsächlich nicht mal so toll war.
HSV, aber dann sind die halt gleich geblieben und so weiter. Wir hatten ja 1,49, glaube ich. Also 4-0 ist dann halt zu gut. Und dann steigen sie halt doch. Ne? Wien ist jetzt natürlich doch dann auf dem letzten Platz, auch mit dem 2-5. Wobei auch da die Leistung noch halbwegs vertretbar war. Also sie waren nicht etwa 3 Tore schlechter. Hier haben wir jetzt Kiel trotzdem hinten. Das hängt natürlich mit ihrer Conversion Rate zusammen, wo sich das dann halt auswirkt allmählich, dass sie einfach ihr gutes Spiel nicht in Tore umsetzen können. Das ist natürlich alles eng beieinander. Diesen Luck Ratio, den führe ich hier nur mit. Der würde, also wenn man ihn rausrechnet, dann würde halt einfach nur diese Conversion Rate rausgerechnet sein. Also sprich, dann würde das, sagen wir mal, um den, also geteilt durch den Durchschnittswert, da müsste ich jetzt 69,06 durch 18 teilen, dann hätten wir halt den Durchschnittswert der Conversion Rate, dann müsste ich also diesen Wert durch den Durchschnittswert teilen, beziehungsweise umgekehrt den Durchschnittswert durch diesen Wert teilen und den als Faktor hier aufrechnen. Und dann hätten wir den Luck Ratio eliminiert. Also dann würden hier halt etwas kleinere Werte rauskommen. Also HSV wird jetzt hier halt ein gewisses Glück ausgewiesen, wobei diese Art von Glück eben heißt, du hast besser verwertet als und gut besser verhindert als der Schnitt. Und das kann eben auch ein Zeichen von Klasse sein. Also ganz einfach. Und insofern ist das also hier keine saubere Messung des Glücks oder so. Ne? Es ist eben dann, wenn die Mannschaften ungefähr gleich gut sind oder so wie hier in dem Bereich, dann kann man halt vielleicht schon davon reden, dass eben das, hier bei den Spitzenmannschaften kann man eben sagen, naja, du nennst es Glück, war doch kein Glück, die sind einfach besser. So, und in diese Richtung geht es ja auch, der erwartete Torschnitt wäre jetzt 3,03, der ist halt durch Anpassungen hier bei allen einzelnen Werten entstanden, da er real 3,05 ist, ist er also hier nahe herangerückt, da ja auch die Chancen noch etwas höher waren, sogar für 3,1 Tore, dadurch rückt er hier ran. Letzte Saison war es nur 2,76, also da haben wir einen ordentlichen Boost erlebt. Den Heimvorteil rechnen wir jetzt, dann können wir manchmal nachgucken bei den einzelnen Spielen, wenn wir dann nochmal durchgehen. Haben wir noch 10 Minuten für den Teil. Ich bin halt gar nicht so amazed hier bei dem ganzen Spieltag. Die ganzen Paarungen gefallen mir nicht besonders. Ich kann sie natürlich im Einzelnen gleich diskutieren. Wir haben auch hier Wetten, es kommt nur auf 2 hinaus und hier auf 5. Die wären natürlich, die aber alle nicht übermäßig sympathisch sind. Die kann ich also alle im Einzelnen nochmal gleich diskutieren. Aber wir gucken jetzt mal einfach Spiel für Spiel durch. Man kann ja hier kurz stoppen und dann sich meinetwegen diese Werte. Diesmal habe ich die Kurse genommen von SBO, so einem asiatischen Anbieter halt. Asiatisches sowieso dann. Aber das bietet ja jetzt fast jeder an. Ne? Bei Bielefeld-Stuttgart können wir eben sagen, ja, wen wollen wir eigentlich haben? Also eigentlich gar keinen, sind beide ordentlich und so weiter. Wenn die Indikatoren hier meinetwegen auch rot wären bei beiden, weil sie halt so weit vorne stehen, aber dann nimmt sich das ja nichts für die Paarung selbst. Wir könnten nur einfach nur sagen, na, die waren noch gut und so weiter. Dass hier ein Under angezeigt ist, ist halt meinetwegen eine schöne Sache und kann man auch, aber der Vorteil ist ja sowieso nicht groß, im alten System 1,81, im neuen 1,72, aber da ist halt die Goal-Performance, die heißt halt einfach nur, da sind 49 Tore gefallen anstatt 41,58 erwartet. Also die haben beide overperformed in der Hinsicht. Jetzt könnte man halt auch anführen, dass Bielefeld eben also jetzt nicht zu verlieren hat und halt total glücklich ist natürlich, wo sie stehen, vielleicht trotzdem das gerne festhalten würden. Aber wenn sie halt gegen den Primus oder einen der beiden von absoluten Top-Teams spielen als Drittplatzierter, dann ist man natürlich auch mit dem Unentschieden irgendwie zufrieden, aber man hat halt trotzdem nichts zu verlieren, dass wir jetzt sagen, was soll sein, wenn wir verlieren würden, stehen wir immer noch vorne und können es immer noch locker schaffen und so weiter. Also das würde teils für und teils gegeneinander sprechen. Aber was ich hier sozusagen als kleine Argumentation pro Under mache, ist halt, dass Stuttgart immer dieses kontrollierte Aufbauspiel betreibt und das halt auch in Bielefeld. Natürlich werden sie den Gegner respektieren, aber sie werden halt versuchen, sehr kontrolliert wieder ihr Aufbauspiel zu betreiben. Es hat eben also ausreichend viel Chancen, sowohl für sie als auch für den Gegner. Dadurch haben wir ja die höhere Performance und so weiter. Also es ist keineswegs eine tolle Wette. Ich lasse sie trotzdem hier stehen, einfach mal was zum Abrechnen. Aber wenn man jetzt ehrlich mich zum Abrechnen, wenn man mich jetzt ehrlich fragt, sage ich, nee, also das ist nicht toll. So, hier habe ich jetzt irgendwie diese komischerweise, also die sind jetzt irgendwie ein bisschen nicht so schön geworden, die Diagramme, weil ich die jetzt von Excel direkt drüber kopiert habe, sonst habe ich das als Screenshots. Ist etwas leichter, aber hier kann man relativ wenig erkennen. Aber die Ergebnisse sind halt toll, die Leistungen sind auf dem erwarteten Niveau,
sogar minimal drüber, aber in letzter Zeit vielleicht ein bisschen nachgelassen, aber das ist ja sehr ordentlich, 1,5 Punkte oder sogar etwas mehr pro Spiel, was eben auf jeden Fall Überschnitt ist, denn der Schnitt liegt hier unten. Also sie haben alles ordentlich gemacht, toll, die Punkte gekriegt und so weiter, kann man nichts gegen sagen. Bei Stuttgart gilt das Gleiche, wobei ihr Level halt ein bisschen höher ist. Wir kommen da auf nichts. Also letztendlich ist es eben, das ist halt alles korrekt. Der Markt hat hier Draw Nor Bet und so weiter und da kommen wir halt zu nichts, wobei Bielefeld sogar ein bisschen gefallen ist. Und hier auf die Tore bezogen könnte man sagen, das ist immer ein anderes Profil, dadurch, dass die rote Linie am unteren Ende ist, weit entfernt von der oberen, das was eben dann so ein bisschen ein verstecktes Under symbolisiert, da sind halt zu viele Tore gekommen. Hier wäre es aber umgekehrt, dass halt bei Stuttgart eigentlich das Potenzial für mehr Tore war. Also das, was ich über sie gesagt habe, würde von meinem Grafen hier konterkariert werden. Also nicht konterkariert, aber es ist halt das Gegenteil, es stimmt einfach nicht. Die sind eher ein Over, während Bielefeld das Under ist. So, also jetzt habe ich das Under da oben stehen lassen. Und hier würde ich sagen, eigentlich passt es nicht. Also es stimmt eigentlich nicht. Ich rechne es ab am Montag, also da mache ich jetzt keine Rückzieher, dass ich dann sage, na, habe ich doch am Freitag gesagt oder Donnerstag, da ist nichts oder so. Bei wem gegen Osnabrück? Also, und dann jetzt steht es da in Bold, ich rechne es ab. Ich muss jetzt aufs Tempo drücken, wen gegen Osnabrück? Ja, natürlich haben wir wen, dieses grauenvolle hier, minus 13,29. Also hier ist nochmal so eine Art Performance, Team-Performance, die natürlich jeder auswendig kennt, dass sie also mit Abstand zu wenig Punkte haben und so weiter. Osnabrück alles im grünen Bereich und so weiter und auch hier eine Overperformance. Da ist aber auch nichts angezeigt. Ich würde jetzt auch nicht anfangen, hier gegen wen zu spielen. Das ist, die beiden sind auch nicht ganz, die sind ja ein bisschen im Clinch, die alt und neu. Wenn man diese Werte sieht, 1,58, also ein bisschen umgekehrt. Aber das ist ja, ob der nun ganz leichter Favorit ist oder der. Natürlich kann man sagen, weil wen droht jetzt bald abzureißen. Also wenn man nochmal verliert oder so ein Spiel, ob sie nun davon aber jetzt vernünftiger werden und ordentlich spielen. Also sprich auch defensiver, davon gehe ich jetzt eigentlich nicht aus. Also das ist dann auch, jetzt sagen wir mal, kein Ziel, da irgendwie ein 1-1 zu holen oder so. Dann sagt man halt, das wollen wir so. Nach Leistung sind sie natürlich weit über dem hier, was ist das? Das ist der Toreschnitt jetzt, bei der Leistung hatte ich ja schon gesagt, oder wie? Naja, die ist halt runtergegangen, sehr deutlich, auch unter die Erwartung, obwohl sie gut angefangen hatten, können wir ja nochmal erwähnen, aber Osnabrück hat halt auch zu viel rausgeholt, also für die Leistung, die sind halt knapp unter Schnitt, alles okay, ich habe sie aber sogar etwas besser erwartet, das hängt aber teilweise mit den Gegnern jetzt zusammen, dass halt die blaue Linie da drüber ist, sie konnten es aber nicht ganz beweisen und Punktausbeute ist auf dem Level. Aber eigentlich sind sie ein bisschen Unterdurchschnitt, was ja vielleicht auch so jeder bestätigen würde. So, nochmal ein Blick zur Uhr. Die sind also ein Over, aber nicht nur bei Leistung, durch die Leistung, sondern auch durch die Ergebnisse, erkennt natürlich jeder. Die sind eher ein Under durch die Leistung, aber durch die Ergebnisse, aber durch die Leistung halt nicht. Also wenn, müsste man hier an Over denken, aber ich glaube, das ist relativ weit weg, dass man da ernsthaft drüber nachdenken kann. Naja, so weit ist es nicht weg, aber es ist sozusagen in der Mitte. Also ich kann kein Over da empfehlen. Bei Karlsruhe-Heidenheim, dieses Derby-Charakter, kann man zwar nicht sagen, aber man kann eben immer sagen, Baden gegen Württemberg ist immer so ein bisschen Rivalry. Hier haben wir aber also tatsächlich eine Indikation, eben auf Heidenheim. Bin ich aber auch nicht so übertrieben begeistert jetzt, überhaupt nicht. Jetzt tut mir leid, immer wenn es wieder passiert hier, dass es so schnell wegfliegt. Nur weil ich da die Maus ein ganz bisschen bewege. Das ist natürlich extrem nervig hier jetzt. So, wir haben also die Leistung von Heidenheim, die sind eben nicht mal auf der Erwartung, auch nicht auf der Punktausbeute. Natürlich trotzdem jetzt nicht katastrophal. Hier habe ich jetzt irgendwie bei Karlsruhe, die sind sogar etwas drunter. Jetzt habe ich hier den Schnitt irgendwie ausgeblendet, aus irgendeinem Grund. Lächerlich, und das wird etwa auf Schnitt sein hier, die Leistung. Bei Heidenheim ist es aber eben trotzdem ein gewisses Mismatch, weil ich hatte sie so gut erwartet, wie sie gepunktet haben. Sie haben aber nur etwa auf Schnitt gespielt. Man könnte sagen, jetzt haben sie es immerhin konstant. Na gut, also heiß kann die Wette nicht sein. Teams auf Augenhöhe, bisschen Grundeinschätzung noch Heidenheim besser, plus 0,25. Okay, es ist angezeigt, ich habe es jetzt drin gelassen. Begeistern kann es nach diesen Profilen auch nicht. Beim Karlsruhe SC, der Toreschnitt ist auf dem Level, also absolut ein Over. Ich kann nochmal gucken, aber das ist, glaube ich, nicht angezeigt, nicht in der Nähe von angezeigt zu sein. Doch, das ist ja das Over. Ah ja, okay, hier haben wir also ein Over-Perform-Profil, eindeutig, aber auch durch die Tore eigentlich bestätigt. Aber hier könnte man der abnehmende Ast, wenn der Markt denkt, ach, ist doch nicht so sehr ein Over. Es ist ein fettes Over, 3,5 oder mehr. Und die sind halt auch ein Over sowieso, weil wenn die rote Linie oben ist,
haben wir immer ein Over. Also wir haben bei dem Spiel ein Over. Das habe ich ja hier schon so gezeigt. Ne? Wir reiten einem, ich hatte es jetzt einfach vergessen, oder wie soll ich sagen? Ich bin ja jetzt noch drauf gekommen, weil das halt ein deutliches Over nach Profil auch ist. So, jetzt Bochum, Darmstadt, haben wir ebenfalls ein Over. Ich muss jetzt schneller, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier immer den Schnitt ausgeblendet habe. Der müsste halt hier bei 1,3 sein, also das mache ich nächste Woche wieder richtig. Die sind halt Überschnitt, haben sie gespielt jetzt, also gut gespielt. Hier auch ansteigend, Leistung, also Erwartung übertroffen, Ergebnis natürlich schrecklich, also wäre eine deutliche Neigung pro Bochum. Hier ist die Leistung aber anwachsend, aber trotzdem sehr schlecht, aber die Ergebnisse sind halt auch darunter. Also so dass, aber die Leistungen sind natürlich immer noch schlecht, nur sind sie halt ansteigend und sogar besser als die Punktausbeute. Also von daher würde man zwar Bochum sehr gerne spielen, aber der Markt hat das auch, halt einen sehr kleinen Kurs. Also hat er das auch sozusagen erkannt. Und es geht dann eben nicht auf, vor allen Dingen, weil eben die Leistungen besser geworden sind. Das hat halt auch mich jetzt so ein bisschen beeindruckt. Ich dachte, oh, Darmstadt haben wir einen guten Gegner, also gegen die können wir spielen. Und hat sich halt jetzt einfach, nein, wenn sie so spielen, dann geht es halt nicht oder so. Ne? Also wie gesagt, der Markt ist aber auch zu sehr auf der Seite. Das Over ist ein bisschen zu rechtfertigen, viele Tore kommen, Over, die rote Linie sowieso. Hier ist ein Hidden Over, das ist ein verstecktes. Es sind keine Tore gefallen, aber die Chancen waren immer da. Das haben sie vor allen Dingen selber gehabt, jetzt in letzter Zeit, also Pech gehabt. Aber das ist definitiv hier ein super Over, kann ich mal sagen. Also das jetzt, wenn ich das Profil sehe, aber es ist auch deutlich angezeigt. Und jetzt muss ich nachdenken über den Charakter, aber da kann ich das nur bestätigen. Ich meine, Bochum wird auf jeden Fall was machen da gegen Darmstadt, weil das sind halt die Spiele. Stehen immer beide drin, aber klar, kann man dann immer als Gegenargument. Aber ich nehme jetzt die Profile. So, Regensburg HSV passt also für mich nicht zusammen. Hier ist immer das Gleiche, dass diese Durchschnittslinie, aber die sind Unterschnitt, sogar etwas unter Erwartung, etwas unter Punktausbeute. Zuletzt haben sie mir immer ganz ordentlich gefallen. Wie gesagt, die Leistungen sind konstant etwa auf dem Niveau oder sogar ein bisschen an die blaue Linie rangerückt. Das war schon okay mit Regensburg, kann man nichts sagen. HSV hat natürlich zu viel, hat aber trotzdem immer gut gespielt, sogar über Erwartung. Von daher, also hier passt nicht zusammen, dass wir jetzt einen haben wollen. Der Markt hat das sowieso einfach richtig mit einem 0,5. Gut, es wäre ganz, ganz leicht, über Regensburg nachzudenken, aber ich würde mal sagen, da sprechen wir dann dem HSV auch die Klasse zu, dass wir eben sagen, man, da haben wir doch ein bisschen mehr Respekt, weil eben die Ergebnisse möglicherweise nicht zufällig dann besser sind als die Leistungen. Weil das bei Spitzenmannschaften typisch ist, solange bis die Conversion Rate halt nachzieht, wie sie es allmählich tut. Es sei denn, ich gebe vorab den Spitzenteam-Bonus, was ich aber in der zweiten Liga niemals tue. Bei den Toren haben wir nichts, haben wir sogar einen gewissen Widerspruch. Den Widerspruch könnte ich jetzt erklären. Zeitlich gesehen passt es nicht mehr, dass halt hier rote Linie und graue weit abweichen voneinander. Das eine System denkt dann over, weil Tore kommen, das andere denkt eher under und so weiter. So, bei St. Pauli haben wir einen Doppelpass, also sowohl auf die Seite als auch auf das. Bei St. Pauli sind halt die Leistungen irgendwie mäßig, obwohl das also der Eindruck nicht so war. Die Ergebnisse sind aber okay. Hier könnte man sagen, das wäre so ein bisschen angezeigt gegen St. Pauli. Marktgemäßig passt das aber sowieso nicht. Sandhausen könnte man, na, St. Pauli hat gut gespielt, besser als erwartet. Und hier diese graue Linie ging jetzt runter, also die Ergebnisse, sodass man sagen könnte, ach, eigentlich wäre das ein ganz guter Pick. Von den Zahlen her passt es aber nicht. Da wäre es eher in die Richtung St. Pauli. Also da würde ich dann einfach das bei den Pass bleiben. Natürlich bleibe ich jetzt sowieso dabei, auch zeitbedingt. So, Goal Average, wir suchen immer die rote Linie, die ist gegenläufig, also einmal unter, einmal over. Da haben wir kein Match, irgendwie, dass wir was auswählen könnten. Nach den Zahlen ist auch nichts zu machen. So, bei Aue Dresden haben wir halt ein Derby. Durch den Derby-Charakter definitiv, also 90 Kilometer, aber das könnte man auch so zählen, dass halt klein gegen groß spielt, so ein bisschen die Nachbarn, da hatten wir auch mal bei Sandhausen gegen Karlsruhe, wobei das hier noch ein bisschen mehr ist, weil diese kleinen Oststädte, also ich habe mich hier total vertan, ich habe einen Auer getroffen am Wochenende und der sagt 15.000, wir haben irgendwie auch so, aber dieses Zuschauer mit 11.000 ist natürlich Wahnsinn dann, oder jetzt haben sie sogar erweitert, also da kommt praktisch das ganze Dorf ist in der Stadt. So, ich muss mich hier beschleunigen. Aue hat eben wirklich jetzt allmählich sich tatsächlich erheblich verbessert und fast an das Erwartete an, aber noch nicht an Schnitt. Aber diese Verbesserungen sind halt dann, wo ich sowieso nicht gegen sie spielen würde. Aber bei Dresden ist es halt umgekehrt, die also schlechter geworden sind. Man könnte sagen, wenn Rot hier drüber, da drunter, könnte man über Dresden nachdenken, auch aufgrund Derby, aber aufgrund nachlassender Leistungen
ist es halt, und hier für ansteigende Leistungen ist es nicht indiziert. Das andere ist hingegen deutlich indiziert. Hier könnte man sagen, zwar widerläufig, also gegenläufig, dass es eben bei Aue nicht ein Ander ist, aber bei Dresden wäre es halt ein indiziertes, aber insgesamt kommt es halt zu einem Ander, weil eben die zwar gegenläufig, aber das ergibt sich dann trotzdem von den Zahlen her, dass es ein Ander ist. Da könnte man nach einem Auswärts vergleichen, machen wir jetzt nicht, weil das mich zu sehr hier zeitlich auch einschränkt jetzt. Das ist ein Ander und da würde ich halt ein bisschen argumentieren, auch für dieses Derby, was eben dann auch ein gewisser Klassiker natürlich in neue Bundesländer ist, aber eben immer dieses Klein gegen Groß und wo die dann ganze Dorf ist in der Stadt, hatte ich ja schon im Stadion war ich natürlich. Dann ist halt diese Rivalität, die dann so ein bisschen mehr für hitzige und Zweikämpfe und sowas alles. Ne? Fürth gegen Kiel, ja, na gut, ich habe jetzt schon Fürth gesagt und hat man vielleicht auch oben gesehen. Die Leistungen haben mich halt beeindruckt und das ist ja hier auch absolut abzusehen, denn 1,5 ist sowieso Überschnitt, der jetzt hier wieder nicht eingeblendet ist. Ich hatte es nur auf Schnitt erwartet. Natürlich steigen die Erwartungen auch mit den guten Ergebnissen, weil sie dann upgegradet werden, auch von meiner Datenbank. Aber die Leistung war noch besser, die Ergebnisse waren noch besser, aber sie sind auf jeden Fall eine meiner Seiten. Bei Kiel ist es halt umgekehrt, dass sie eben eigentlich natürlich immer noch weit über Dings, aber Schubert entlassen das und Leistung, Ergebnis und halt Abwärtstrend und wäre zwar immer noch die bessere Mannschaft, aber es wäre sehr nah beieinander und dann bin ich halt Fürth-Fan irgendwie und ich gehe halt auch gegen diese dümmlichen Trainerentlassungen. Insofern, das ist relativ gut indiziert. Und nach Tabelle wäre es sowieso. Und jetzt müssen wir sagen, na, wie macht denn Kiel jetzt überhaupt? Wie kriegen sie jetzt die Kurve oder so? Nehme ich nochmal Fürth. Und Fürth hatte letzte Woche ja viel Pech in Stuttgart beim 0:2. Also viel Pech. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, was natürlich ein Riesen. So, beim Goal Average haben wir ein Under. Das wäre nach Profile wäre es neutral. Das wäre sogar eher ein Over. Aber der Markt übertreibt dem immer mit dem Kiel. Aber es ist halt kein ideales. Wobei diese Goal Performance halt dann trotzdem auch noch mitzählt. Und so weiter. Und dann haben wir halt doch am Ende ein Under. Und das würde ich, naja, einfach jetzt stehen lassen. Also das, sagen wir mal, von den Profilen her passt das nicht perfekt. Kann man schon sagen. Und dann kann man auch Gutes wieder streichen. Die Zahlen sind relativ deutlich. Naja. Gut, jetzt haben wir nur noch das Spiel, Montagsspiel Hannover-Nürnberg. Da ist halt nichts indiziert. Jetzt lange argumentieren möchte ich auch nicht mehr. Wer hier die bessere Mannschaft ist. Ich glaube, das ist alles ziemlich gleich, immer so im Schnitt herum. Beide erfüllt, da ist Hannover jetzt mit dem Sieg wieder ein bisschen rangerückt mit an das. Es ist alles auf Augenhöhe, da macht der Markt dann auch keine Fehler, weil die auch vom Namen her Tradition ist, alles gleich. Hier könnte man nach einem Under schauen, aber das genügt nicht, also von den Profilen absolut nicht. Also wobei das alte System schon eher ein bisschen, aber das reicht überhaupt nicht für ein Under, also absolut nicht. So, jetzt bin ich durch. Also, ich habe überzogen. Ich sehe es ein, aber ich hoffe natürlich trotzdem, alles, was relevant ist, ist hier drunter gebracht. Wir sehen uns diesbezüglich am Dienstag wieder und dann habe ich die Abrechnung parat und den Rückblick. Dankeschön. Share, like, comment, subscribe, as usual. Dankeschön.